Servus Freunde, ich weiß, ich bin ein bisschen im Verzug mit den täglichen Updates, aber es ist doch alles stressiger als erwartet. Ich habe ja das letzte Mal über den letzten Donnerstag, den vierten Tag, geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Wir haben an diesem Tag dann auch englische Bierstile verkostet und über englische Biergeschichte, englische Biere geredet, was für mich natürlich auch super interessant war, weil ich kenne mich zwar mit Bier aus, aber bin halt doch sehr Deutschland fixiert. War halt so, auch in der Ausbildung hatten wir nie ausländische Bierstile oder ausländische Brautechnologie, war eigentlich nie Thema. So gesehen war das schon interessant für mich. Allerdings, ich kann auch mit den ganzen Bierstilen auch überhaupt gar nichts anfangen. Nicht, dass ich da komplett unzugänglich dafür bin. Ich bin zwar auch nicht wirklich zugänglich dafür, bin ich ehrlich. Für mich ist halt einfach, Biere, die in Deutschland gibt, sind für mich top. Und mit Bieren, die es in Deutschland gibt, meine ich halt auch nicht unbedingt zwingend eine Berliner Weisse oder eine Gose. Ja. Aber egal, anderes Thema. Der Freitag drauf, da ging es dann um Schanktechnik. Das war natürlich dann wieder ein Thema, bei dem ich eigentlich alles schon irgendwo drauf hatte, weil das war halt auch Teil der Ausbildung, das heißt Schanktechnik kein Thema. Wir hatten dann belgische Bierstile, belgische Brauereigeschichte und so weiter und so fort. War tatsächlich interessanter für mich als das mit den Briten, aber auch da fehlt mir einfach noch ein bisschen der Zugang. Ich muss mich dafür einfach noch ein bisschen öffnen für diese ganzen Sachen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ehrlich, für mich ist ein gutes Bier halt einfach schwer zu sagen, ne? Ich bin da ein bisschen festgefahren. Das ist wahr, das ist Fakt. Und ich versuche mich da ein bisschen dafür zu öffnen, dass ich auch mal ein Sauerbier trinke, dass ich auch mal ein sehr hopfengestopftes Bier trinke. Aber in meinen Augen, also in meiner Welt als Brauer, ist ein Bier einfach mit Aromahopfen so lang zu stopfen, bis man irgendwann nur noch ja, im Prinzip ein Parfüm im Glas hat, das halt noch möglichst viel Alkohol hat. Das hat für mich irgendwo, weiß ich nicht, das ist zum einen von meinem Brauverständnis, von Qualität einfach zu weit weg, weil, wie gesagt, ein Pilz verzeiht dir keine Fehler und ein Pilz kann nicht jeder. Aber aus einem schlechten Pilz ist immer schnell ein gutes IPA gemacht. Bisschen trocken gehopft und dann passt es schon. Und dann 10 Euro mehr, teurer Aroma-Hopfen und easy. Wenn ich über die Craft Beer-Sache mal ein bisschen genauer ausholen soll, nicht nur meine eigene Meinung, sondern auch, also ich möchte auch fachlich sein. Und ich will auch mit meiner Meinung niemanden beeinflussen, aber ich möchte, und da habe ich auch ein bisschen den Anspruch an mich selber, aufklären und ja, klar, ist die eigene Meinung immer ein bisschen im Vordergrund, ist ja logisch. Ich glaube, das ist ja bei jedem so. Also, das kann man dann, glaube ich, auch verstehen. Also, wie gesagt, ob ich jetzt unbedingt ein aromagehopftes Bier, also ein hopfengestopftes, doppelt trocken gehopften, doppelt trocken gehopftes Bier trinken muss, bei dem ich eigentlich geschmacklich überhaupt nichts mehr wahrnehme und geruchlich, ehrlich gesagt, auch überfordert bin, das ist. Wer es mag, ist okay, ist ja alles gut. Aber mit Braukunst hat es in meinen Augen nicht mehr viel zu tun. Eine Daseinsberechtigung wird es bestimmt haben. Vor allem für Leute, die halt wirklich denken, Bier ist einfach nur irgendwas, um sich's reinzulernen. Das darf es natürlich auch sein. Ja, Bier ist auch dafür da, ein Getränk und auch ein Getränk zu sein. Ein Genussmittel auf der einen Seite, aber auch ein Getränk und ein Nahrungsmittel auf der anderen Seite. Klar, wenn kein Alkohol drin wäre, gäbe es geschichtlich, hätte es da nie Bier gegeben. Das heißt, der Rausch bzw. die Wirkung von Alkohol ist auf ihre Art und Weise natürlich selbstverständlich auch eine Art von Genuss. Ja. Wie gesagt, sonst gäbe es keine alkoholischen Getränke. Das ist Fakt. Da kann man, niemand würde einen Schnaps trinken, weil er ihn einfach so gern mag. Sondern der alkoholische Eindruck ist dann natürlich im Vordergrund. Geschichtlich. Heutzutage können wir natürlich auch genießen, ohne uns zu betrinken und so weiter und so fort. Das ist klar. Und so soll es auch sein. Aber trotz allem ist mal mehr als nur ein Bier zu trinken auch nicht verwerflich.
In meinen Augen. Allerdings bin ich auch Hersteller von so einem Produkt und aber ich bin auch nicht nur Produzent, sondern auch Konsument. Das ist Fakt. Egal. Sauerbier, auch so ein Thema. Ne? Wenn wir jetzt über Belgien und England reden, auch in Deutschland inzwischen wieder. Gut, Berliner Weiße war schon immer ein Sauerbier. Allerdings, so wie es heutzutage gehandelt wird, glaube ich nicht, dass es früher zwingend gewesen sein muss. Das ist wieder so eine Geschichte von wegen, man versucht natürlich immer alles in eine gute Geschichte zu packen und alles zu erklären, aber ob man. Aber nachweisbar ist halt nicht. Man sollte immer überlegen, macht so eine Geschichte Sinn? Es ist natürlich nett, unterhalten zu werden über eine nette Story, wie ist IPA entstanden, was ist, warum gibt es Sauerbier und so weiter. Aber man sollte auf der anderen Seite auch immer überlegen, ist es logisch, wie kann es vielleicht passiert sein und war das wirklich früher so? Ja. Mir ist klar, dass ein Pilz vor 200 Jahren, beziehungsweise ja, ganz 200 Jahre sind es nicht, 1842 wurde das erste Bier, Pilz in Böhmen hergestellt, dass es da natürlich anders geschmeckt hat, als wie es heute schmeckt. Und dreimal anders, als wie ein Pilz in Deutschland heute schmeckt. Weil ein böhmisches Pilz und ein deutsches Pilz ist heute halt auch was anderes. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, einen Gose oder einen Berliner Weiße hat bestimmt vor einiger Zeit, also ursprünglich auch anders geschmeckt. Und für viele, vor allem für die Amis und für die amerikanisch geprägten Craft-Beer-Konsumenten, muss Bier heutzutage einfach nur noch extrem und drüber und Hauptsache aufs Maul sein. Und ja, da bin ich, das ist dann irgendwo nicht meine Welt. Ich lasse mich gern drauf ein, aber ich stehe der Sache auch trotz allem kritisch gegenüber. Und ich sage nicht, dass es kein IPA gibt, das ich nicht gern trinke. Ich trinke gern mal ein IPA. Ich mag eine extreme bittere mal. Da bin ich großer Fan sogar davon, mal so ein richtig schön trockenes Bier zu trinken. Aber bei mir ist es halt ein bisschen distanzierter und ich trinke halt nicht alles gern. Hauptsache nur Fruchtcocktail und bitter wie Sau und fertig. Sondern ich bin da noch ein bisschen, ja, ich gehe da noch ein bisschen technologischer ran und das ist vielleicht auch mein Problem. Und deswegen bin ich auch in Biersommelier. In so einem Biersommelier-Kurs, wie ich jetzt hier bin, vielleicht nicht, gehöre ich da nicht unbedingt her. Ich bin hier zum Erfahrung sammeln, aber ich bin nachher keiner von denen, die sich als Biersommelier groß ausgeben müssen. Bin aber auch überhaupt nicht die Zielgruppe, ganz klar. Ich habe schon mal gesagt, der Biersommelier, und es wird mir jetzt auch immer klarer und das ist auch gut so, ist, schöner Satz, das Bindeglied zwischen Hersteller, zwischen Bierbrauer und zwischen Konsument. Beziehungsweise das Bindeglied, sagen wir anders, das Bindeglied zwischen Hersteller und Händler, vielleicht sogar, wenn man so möchte. Und das finde ich, ja, das finde ich eigentlich eine schöne Definition und so gesehen passt es schon alles. Allerdings gibt es auch genug Biersommeliere, die danach meinen, oh, jetzt habe ich ja Ahnung, jetzt mache ich eine Brauerei auf, siehe Wesselow und na gut, der ist ja ziemlich erfolgreich und die Biere werden ja gern getrunken. Ich habe da noch keine großen Berührungspunkte mit gehabt. Allerdings von der puren Theorie her, was ich so höre, bin ich da raus, Freunde. Rein vom Sympathiefaktor. Nicht mal, weil ich die Biere nicht gut finde. Also wie gesagt, ich habe noch nie einen Ratsherrn getrunken, aber rein vom Sympathiefaktor macht es mich nicht an. Naja, ja, wie meine ich das mit Sauerbieren? Ich meine es natürlich so, früher war natürlich jedes Bier irgendwann sauer. Ja, aber die Crafties, die stellen es gern so hin, dass sie sagen, früher war jedes Bier sauer. Das ist Quatsch. Früher war bestimmt nicht jedes Bier sauer. Aber früher wurde ein Bier schneller sauer und vor allem wurde ein Bier auch zwangsweise irgendwann sauer. Ne? Das ist ja heutzutage mit der Industrie im Hinterkopf alles nicht mehr so dramatisch. Ist klar. Und dann fragt man sich natürlich, wie sauer war das dann auch, gell? Wenn mir einer erzählt, da wurde in der Flasche eine ganz bestimmte wilde Hefe gefunden. Und das ist der Nachweis, dass die da damals drin war und die mit dieser Hefe vergoren haben, dann ist es für mich überhaupt kein Beweis, sondern das heißt einfach nur, dass da vielleicht diese Hefe mit dabei war, weil damals wurde einfach nicht so hygienisch, da hat man keine solchen Industriestandards gehabt wie heute. Das heißt, diese Hefe war da vielleicht mit drin, aber ob man das auch zwingend, ob man die da auch drin haben wollte, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ich spreche da jetzt ganz klar von der Brettanomyces in der Berliner Weiße. Wenn mir jemand sagt, die war da drin, weil wir haben hier eine Flasche von vor 300 Jahren, vor 200 Jahren und da wurde Brettanomyces drin nachgewiesen. Ja, die ist da halt irgendwann drin gewachsen und dann war sie drin, aber ob die Leute es da drin wollten oder ob sie da noch getrunken haben, das ist ein anderes Thema.
Deswegen, ich bin ein bisschen vorsichtig mit solchen Geschichten und ich möchte einfach auch, dass andere auch ein bisschen selber überlegen und wie gesagt, trinkt, was ihr trinken wollt, aber lasst euch nicht alles aufschwätzen. Das finde ich wichtig. Lasst auch nicht von mir euch alles aufschwätzen. In keiner Weise. Goslar, auch, also Gose, gutes Beispiel. Da ist ja Salz drin. Ist eh ein ausgestorbener Bierstil, der überhaupt keine, der nicht belegt ist. Also belegt, dass in Goslar Bier gebraut wurde, ist klar. Aber ob das Goslarer Bier jetzt ein bestimmtes Rezept oder eine bestimmte Brautechnik hatte, kann man so nicht sagen. Weil es gibt einfach keine Nachweise dafür. Es gibt einfach keine Aufschriebe, keine Rezepte, keine Belege dafür. Wenn dann irgendein Dichter in der Wirtschaft sitzt und sagt, oh, der feine Salzgeschmack im Goslarer Bier, das mag er, dann muss es nicht zwingend darauf zurückzuführen sein, dass sie da Bier reingestreut haben, sondern es kann auch einfach daran liegen, dass das Wasser, das Grundwasser oder das Flusswasser einfach eine gewisse Salzigkeit hatte. Was naheliegend ist, wenn man bedenkt, dass da oben ja auch Salzabbau stattgefunden hat, dass ja Salzminen waren. Also es ist nicht so weit hergeholt. Das heißt, denn ihr Bier war einfach ein bisschen mineralischer, ein bisschen salziger, beziehungsweise das Brauwasser war schon einfach ein bisschen salziger und demnach war auch das Bier ein bisschen salziger, aber es war bestimmt nicht salzig. Muss man jetzt natürlich sagen, heute sind die Gose im Normalfall auch nicht salzig, manche ja, manche weniger, sondern nur haben einen leichten Salztwist. Ist okay, aber da Salz reingestreut, glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, ich könnte es mir nicht vorstellen. Man könnte natürlich sagen, klar, haben sie gemacht, um haltbar zu machen, Salz macht haltbar, siehe Salzgurken und sonst was, aber macht euch euer eigenes Bild und glaubt nicht alles. Und jetzt das Große, dass es so sauer sein muss, das glaube ich auch nicht, dass jemand da sitzt und ein maussaures Bier trinkt und sagt, oh, die leichte Salzigkeit in dem Bier schmeckt mir so. Also, Sauerbier, anderes Thema. Darf es geben, trinke ich auch mal ganz gern, wenn es nicht zu extrem ist, aber dass die so hochgelobt werden müssen, ich weiß nicht, ob sich viele Craft-Beer-Konsumenten da auch einfach was selber einreden wollen. Das finde ich schlimm. Weil ich glaube, ganz viele Leute, die halt nur Craft Beer trinken, man sieht es ja auch. Es gibt ja Leute, die trinken nur Craft Beer und ein Helles und ein Export darf man gar nicht trinken und Pils gleich dreimal nicht, vor allem wenn es ein Industriepils ist. Und die anderen, die sagen, ich will kein Craft Beer. Bin ich auch ein bisschen in der Richtung, aber also, ich bin offen für alles. Und da sieht man doch schon, dass es irgendwie Quatsch ist. Also, wenn jemand da steht und sagt, wie kann man schon Helles trinken oder Export, dann, sorry, dann hast du eigentlich in der Bierwelt auch nichts zu suchen, weil. Wenn man einfach nur Sauerbier trinken will, dann hat es mit Bier an sich nichts mehr zu tun. Dann bist du ein Sauerbier-Fan, Sauerbierliebhaber, okay, gut und schön, darfst du sein, aber da bist du noch lange kein Bierliebhaber oder Biernerd. Sorry, wenn ich hier jetzt jemanden direkt anspreche. In meinen Augen ist es so. Das ist jetzt 13 Minuten geredet gewesen, nur vom Freitag. Ich möchte euch vielleicht nochmal kurz das Wochenende zusammenfassen. Da ist nicht ganz so viel passiert. Das wird ein kürzeres Video. Dann haben wir den Montag und den Dienstag noch gehabt. Heute ist Mittwoch. Das heißt, ich kann jetzt noch ein paar Videos nachholen. Die kommen jetzt peu à peu. Mal schauen, ob ich euch wirklich immer aktuell behalte. Auf dem aktuellen Stand jetzt halt. Ob ich das jetzt schneller nachhole oder ob ihr einfach ein bisschen in Verzug seid. Kann euch eigentlich egal sein, zum ehrlich, ob ich euch jetzt heute Abend was von heute erzähle oder ob ich euch übermorgen was von gestern erzähle. Naja, Freunde, wenn ihr mir was mitteilen wollt oder eine Frage habt, haut da rein. Ich beantworte in der Regel alles und ich gehe auch auf alles ein. Haltet die Ohren steif, trinkt nicht so viel, aber wenn, dann lasst es euch selbstverständlich schmecken und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.